die Beratung mehrerer Vorlagen zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Cannabis-Legalisierung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir beschließen heute ein sehr wichtiges Gesetz, mit dem wir unsere Cannabis-Kontrollpolitik grundsätzlich verändern. Wir verfolgen zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz. Die Lage, in der wir derzeit sind, ist in keiner Weise akzeptabel. Sie ist nicht befriedigend. Nicht befriedigend. Alleine wenn wir uns das Problem anschauen bei Kindern und Jugendlichen in der Zeit von 2011 bis 2021, in 10 Jahren ist die Zahl der Konsumenten in dieser Altersgruppe, die besonders gefährdet ist, um 50% gestiegen. In der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen ist in 10 Jahren die Zahl der Konsumenten um 100% gestiegen. Wir haben zunehmend Probleme mit Beimengungen. Cannabisprodukte sind unrein. Wir haben toxische Konzentrationen. THC-Werte von 30-40% werden gemessen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Psyche der Konsumenten. Wir haben steigende Drogendelikte, 180.000 Cannabiskonsum belegte Delikte pro Jahr. Ich sage so viel, was auch immer wir tun, wir können so nicht weitermachen. Und da kann man den Kopf in den Sand stecken. Da kann man den Kopf in den Sand stecken. Da kann man Bierzeltreden halten. Aber davon lösen wir nicht ein einziges Problem. Wir müssen uns den Problemen stellen. Und der Ansatz, den wir hier verfolgen, ist ein guter Ansatz. Wir verfolgen 4 Ziele. Wir legalisieren den Eigenkonsum. Wir schaffen ein Angebot, eine Alternative zu dem bedenklichen, kriminellen Schwarzmarkt. Herr Bundesminister, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Wir klären auf über die Gefahren von Cannabis, insbesondere für das wachsende Gehirn, für Kinder, Jugendliche unter 25-Jährige. Und wir erhöhen das Strafmaß für diejenigen, die bandenmäßig an Kinder und Jugendliche verkaufen, auf mindestens 2 Jahre. In dieser Kombination gehen wir die Probleme gemeinsam an. Wir stecken nicht in den Kopf in den Sand. Wir lassen Kinder und Jugendliche, junge Leute, nicht allein. Und ich bin selbst über viele Jahre hinweg ein Gegner der Legalisierung gewesen. Aber es ist die Wissenschaft, die jetzt sagt, diesen Weg müssen wir gehen. Wir werden heute hören, es gibt viele Gegenstimmen. Das weiß ich. Das ist eine schwere Entscheidung. Das fällt nicht leicht. Das ist keine optimale Lage, in der wir sind. Aber die Suchtforscher geben uns mit auf den Weg. Das ist der Weg, der funktioniert. Weg von der Bestrafung, weg von der Tabuisierung. Wir müssen uns dem Problem stellen. Und wir müssen hier durch Aufklärung arbeiten und nichts anderes. Ich werde immer gebeten zu sagen, wieso denn dann, wenn bis 25 das Gehirn wächst, weshalb legalisiert man dann ab 25 nicht? Weil wir dann gerade die besonders gefährdete Gruppe der 18- bis 25-Jährigen dem Schwarzmarkt überlassen wird. Das ist eine Scheinlösung. Damit würden wir das Problem nicht lösen. Ich werde immer wieder gefragt, weshalb diese großen Mengen, weshalb 3 Pflanzen, ist das nicht viel zu viel? Oder 50 Gramm pro Monat, ist das nicht viel zu viel? Das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch ein Angebot gegen den Schwarzmarkt setzen können und keine Scheinlösung machen. Wir dürfen nicht legalisieren, ohne dass wir auch den Anbau über Anbauvereine und Eigenbedarf anbauen, dass wir das herstellen. Denn sonst haben wir das gemacht, was in Holland nicht geklappt hat. Wir legalisieren und behalten den Schwarzmarkt. Das wäre die schlechteste Kombination, die wir machen könnten. Und schließlich, natürlich nehme ich wahr, die viele Kritik, die es gibt, das muss kontrolliert werden. Das ist ein riesiger Aufwand, das gebe ich zu. Die Kontrolle ist keine Kleinigkeit, das nehmen wir aus. Aber was passiert dann jetzt?
Jetzt haben wir 180.000 Verfahren pro Jahr. Wir haben Kontrolle, wir kriminalisieren junge Leute, denen wir das Leben zerstören, weil wir sie nicht vor dem Schwarzmarkt und dem Drogenhandel geschützt haben. Wir haben diese Menschen dieses offene Messer laufen lassen und bestrafen sie dann noch mit Vorstrafen, die ihr Leben vernichten können. Das ist falsch. Lassen Sie uns nach vorne blicken. Das ist ein Thema für aufgeklärtes Denken. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken für die ausgezeichnete Diskussion, die wir hier in der Ampel gehabt haben. Hier ist tabulos ernsthaft diskutiert worden. Das ist niemandem leicht gefallen. Aber ich glaube, wir haben hier gemeinsam viel gewirkt. Bitte stimmen Sie für diese dringend notwendige Modernisierung unserer Cannabispolitik. Ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe, dass die Legalisierung dazu führt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht steigt. Das sind die Daten, die wir aus Kanada haben. Das sind die Daten, die wir aus Colorado haben. Das sind die Daten, die wir von den Suchtforschern haben. Die Legalisierung hat dort dazu geführt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht mehr jetzt wie bei uns weiter gestiegen ist, sondern er konnte beherrscht werden. Und das ist der Weg der Wissenschaft, dem wir hier folgen, auch wenn Sie darauf keinen Wert legen, sondern die Dinge hier abpolemisieren, als wenn wir im Studentenparlament wären. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe BesucherInnen, Schritt für Schritt zu einer vernünftigen Drogenpolitik. Wir beenden die schädliche Verbotspolitik. Wir geben das Hanf frei und stärken so den Gesundheits- und Jugendschutz. Die Kriminalisierung, anders als das hier eben anklagt, und der Schwarzmarkt, die verschärfen die Risiken des Konsums. Und das ist auch der Grund, warum ich mich als Ärztin seit vielen, vielen Jahren für diesen Paradigmenwechsel einsetze. Und es ist mir ein Rätsel, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man sich angesichts des gepanschten Cannabis vom Schwarzmarkt, angesichts des ständig steigenden Konsums, angesichts dessen, dass Kinder und Jugendliche in unserem Land an jeder Ecke ganz leicht an Cannabis kommen, wie man angesichts dessen finden kann, es solle alles so bleiben, wie es ist. Das ist absurd. Es ist doch so, bei illegalem Cannabis, und das ist, was heutzutage konsumiert wird, weiß niemand, wie hoch die THC-Konzentration ist und welche Streckmittel enthalten sind. Sehr häufig wird es mit synthetischen Cannabinoiden kontaminiert. Und da hört der Spaß nun wirklich auf. Erwachsene, ausdrücklich Erwachsene, können künftig Cannabis selbst anbauen oder sich in Cannabis-Clubs zusammenschließen. Diese Erwachsenenkonsumierenden kennen dann die THC-Konzentration und sie können sicher sein, dass keine weiteren schädigenden Beimischungen enthalten sind. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Gesundheitsschutz. In Kanada, 5. Jahr der Legalisierung, beziehen übrigens nur noch 2% der Konsumierenden ihr Cannabis üblicherweise aus illegalen Quellen. Warum? Es will niemand freiwillig schlechte Qualität oder gepanschtes Cannabis. So kann also der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden. Und wer im Jahr 24 noch glaubt, die Prohibition hätte irgendwas mit Jugendschutz zu tun, hat wahrscheinlich schon lange keinen Fuß mehr in eine Schule gesetzt. Jetzt aber stärken wir den Jugendschutz. Und denen, die hier gern vor allem jetzt von konservativer Seite Panik schüren, ihnen sei der offene Brief der Expertinnen aus Strafrecht, aus Medizin und vor allem aus der Suchthilfe empfohlen. Sie alle warten auf dieses Gesetz. Zusätzlich schaffen wir einen Durchbruch für Cannabis als Medizin, indem wir vom Ausschreibungsverfahren auf ein Erlaubnisverfahren umstellen. Und nun zum Schluss möchte ich einen ganz herzlichen Dank allen sagen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten für eine vernünftige Drogenpolitik einsetzen. Ganz besonders großer Dank hier im Parlament meinen Kolleginnen Dirk Heidenblut, Carmen Wegge und Christine Lüttke für die hervorragende Zusammenarbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz kann nicht alle Probleme lösen.
Aber dieses Gesetz ist ein Meilenstein einer vernunftgeleiteten Drogenpolitik. Vielen Dank. Bedarf ab 1. April, Bedarfsdeckung irgendwann mal danach. Und diese Lücke wird geschlossen durch den Schwarzmarkt. Die auf den illegalen Cannabisplantagen dieser Welt werden jetzt schon Doppelschichten geschoben. Und man hat dort durchaus Möglichkeiten, den Output noch etwas zu erhöhen. Durch mehr Dünger, durch mehr Pestizide, durch mehr Beimischung. Sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen und Sie wollen Konsumenten den Zugang zu sauberem Cannabis ermöglichen. Wir werden ab dem 1. April erleben, dass nicht nur der Schwarzmarkt boomt, sondern dass das, was man dort kaufen kann, auch noch dreckiger und ungesünder ist als das, was Sie heute bekommen. In zwei wesentlichen Punkten fahren Sie mit diesem Gesetz genau in die falsche Richtung. Und wenn Sie jetzt meinen, dass man vielleicht auf EU-Ebene mal darüber nachdenkt, da was zu ändern, vergessen Sie es. Diese Gesetze, diese Regeln sind in Stein gemeißelt, da wird nichts dran geändert. In alle Ewigkeit. Amen. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Christine Lübcke. Mit dem heutigen Tag geht ein Kapitel zu Ende und ein neues beginnt. Wir sprechen über nicht weniger als einen historischen Wendepunkt. Wir stimmen über einen Paradigmenwechsel in der deutschen Cannabispolitik ab. Weg von Prohibition hin zu einem Umgang mit Cannabis, der der gesellschaftlichen Realität entspricht und die individuelle Freiheit in Deutschland stärkt. Cannabis ist derzeit noch die am häufigsten illegal konsumierte Droge in Deutschland. Und ich weiß, dass einige von Ihnen das nicht hören wollen, aber Cannabis gibt es auch auf den Straßen Bayerns, Berlins und Baden-Württembergs. Und das Cannabis, das es da gibt, das stammt aus einer einzigen Quelle, nämlich dem Schwarzmarkt. Und wissen wir, was in Cannabis vom Schwarzmarkt enthalten ist? Nein. Wissen wir, dass es häufig verunreinigt, mit gefährlichen Substanzen versetzt ist und einen unbekannten THC-Wert hat? Ja. Das ist so, weil es eben keine legale Möglichkeit zu Erwerb und Anbau von Cannabis zu Genusszwecken gibt. Und das ändern wir heute. In Zukunft ist es für Konsumentinnen und Konsumenten möglich, nicht nur legal Cannabis zu konsumieren, unter Einhaltung von Kinderschutz- und Jugendschutzregelungen und Abstandsregelungen. Es ist aber vor allem auch möglich, Cannabis aus kontrolliertem Anbau zu konsumieren. Mit dem Eigenanbau und den Cannabisclubs schaffen wir eben diese Möglichkeiten. Im Übrigen ist dann auch der Weg zum Dealer und damit der Kontakt zu anderen, weitaus gefährlicheren Drogen deutlich länger. Alleine dadurch, dass wir seit Beginn dieser Legislaturperiode über die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene diskutieren, alleine dadurch, und das müssen ja selbst die Kolleginnen und Kollegen zu meiner Rechten zugeben, wissen wir doch alle mehr über Cannabis. Und das ist doch der entscheidende Punkt für funktionierenden, echten und ernst gemeinten Kinder- und Jugendschutz. Wissen und Aufklärung als Grundlage für verantwortungsvolle Entscheidungen. Und dieses Wissen wächst bei den Jugendlichen, bei den Eltern, bei Lehrerinnen und Lehrern und auch bei Politikern. Diese Aspekte sind ein echter Beitrag zum Gesundheitsschutz, zur individuellen Gesundheitskompetenz und zum verantwortungsbewussten Umgang mit Cannabis. Das stärkt auch die individuelle Entscheidungsfreiheit. Ein weiterer Aspekt, und der ist mir als Gesundheitspolitikerin sehr wichtig. Endlich bessere Bedingungen und Chancen für Medizinalcannabis grown in Germany. Statt staatlichem Vergabeverfahren wird es ein Erlaubnisverfahren geben. Das baut Bürokratie ab, sorgt für Innovation, schafft Arbeitsplätze und sichert eine hohe Qualität. Vor allem aber sorgt die Herausnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz für eine bessere Situation von Patientinnen und Patienten. Für Ärztinnen und Ärzte, für Apotheker entfällt zudem ein enormer bürokratischer Aufwand. Wir stehen nach wie vor hinter der Legalisierung, so wie wir sie auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und ich hoffe, dass die Verhandlungen zu Säule 2 genauso gut laufen wie mit den Verhandlungen zu Säule 1 mit den Kolleginnen Kirsten Kappert-Gonter, Carmen Wegge und dem Kollegen Dirk Heidenblut. Ich freue mich drauf. Wir ruhen uns auf dem Erreichten nicht aus, sondern setzen uns weiter für die Legalisierung nach kanadischem Vorbild ein. Heute
unternehmen wir mit dem Cannabisgesetz den historischen Schritt weg von der gescheiterten Prohibitionspolitik hin zu einer modernen, an der gesellschaftlichen Realität orientierten Cannabispolitik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Recht wird hier heute leidenschaftlich diskutiert, denn so, wie es gerade die Union an die Wand gemalt hat, darf es nicht werden. Aber so, wie es gerade ist, darf es auf keinen Fall bleiben. Alle, die sich hier heute wutschnaubend an dieser Debatte beteiligen, frage ich, warum haben Sie sich eigentlich damit zufrieden gegeben, einfach nur zu verbieten? Warum glauben Sie noch immer, dass Bestrafen reichen würde? Mich erinnert das an die drei Affen: nicht hinschauen, nicht hinhören, nicht Stellung beziehen. Denn wer hinschaut, der sieht, dass in Deutschland über 4 Millionen Menschen Cannabis konsumieren, und besonders erschreckend sind die steigenden Zahlen bei jungen Menschen. Wer hinhört, der weiß, was die Suchtexperten sagen. Strafandrohung hilft nicht. Sie kriminalisiert Minderjährige ebenso wie Erwachsene. Sie verhindert den Zugang zu Beratung und Hilfe. Wir erkennen die Realität an und leiten einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik ein. Wir stellen den Gesundheitsschutz ins Zentrum unserer Cannabispolitik und konzentrieren uns auf das, was wirklich bekämpft werden muss, und das ist der Schwarzmarkt. Aber gleichzeitig verstärken wir aber eben vor allem die Suchthilfe und die Beratungsangebote. Denn wer nicht kriminalisiert wird, kann für Hilfe und Prävention erreicht werden. Endlich werden junge Menschen angstfrei Zugang zu Hilfeangeboten erhalten, und in kritischen Situationen werden Eltern aktiv mit ins Boot geholt. Die Haushaltsmittel für Prävention, für verstärkte Frühintervention und Beratung haben wir darum bereits erhöht. Das ist aktiver Kinder- und Jugendschutz. Und allen Erwachsenen, Konsumierenden sage ich, wir sehen eure Probleme. Und wir wissen um die Ungerechtigkeit, die ihr seit 50 Jahren durch Diskriminierung und Kriminalisierung erfahren habt. Ich sage euch hier heute ganz klar, ihr seid für uns keine Kriminelle. Nein, es ist kein Skandal, einen anderen Weg zu beschreiten, auf Entkriminalisierung zu setzen, auf Aufklärung und Prävention. Es war überfällig, das Thema aus der Tabuzone zu holen, und wir werden die Umsetzung sehr sorgfältig beobachten. Also die Augen und Ohren offen halten und dann gemeinsam diskutieren, wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss. Mit gutem Wissen und Gewissen werbe ich heute für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Als Begründung für dieses Gesetz zur Legalisierung von Cannabis wird angeführt, dass es innerhalb eines Jahres ca. 4 Millionen Menschen gegeben hat in der Altersgruppe von 18 bis 64, die Cannabis konsumiert hätten. Tendenz angeblich steigend. Anmerkung: 4 von 50 Millionen, die diese Bevölkerungsgruppe umfasst. Sie machen nicht mehr und nicht weniger als Klientelpolitik. Das gilt übrigens auch, Herr Minister Lauterbach. Ich dachte, als Arzt weiß man das, wenn man sogenanntes reines, gut angebautes Cannabis im Übermaß konsumiert. Das ist wie mit dem Bier. Das wird auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Aber wenn man 10 Flaschen täglich davon konsumiert, ist das schädlich. In meiner langen Zeit als Strafrichter habe ich viele Menschen kennengelernt, deren Leben und Gesundheit durch die Droge Cannabis zerstört wurde. Ja, es ist richtig, trotz strafrechtlicher Repression ist der Konsum mehr und nicht weniger geworden. Deutschland wird von den verschiedensten Drogen, nicht zuletzt von Cannabis, überschwemmt. Aber was machen Sie, Herr Gesundheitsminister, der Sie uns doch dann von den Gefahren von Salz und Zucker warnen? Sie geben bis zu 50 Joints am Tag
zum Besitz frei und zum Konsum frei. Welcher Logik entspricht es denn, wenn man einen Straftatbestand abschafft, weil die Straftaten überhand nehmen, weil etwas gesellschaftlich in Mode gekommen ist? Machen wir das auch mit dem Diebstahl so? Das ist doch eine rechtliche Kapitulation. Bürokratieabbau sieht anders aus. Und Sie missachten einen fundamentalen Grundsatzschlussgedanke unseres Rechtsstaats, den der Rechtskraft, der Rechtsfrieden schafft. Das ist der moderne Rechtsstaat. Das hat das Bundesverfassungsgericht genug ausgeführt. Sie hingegen betrachten die Dinge archaisch. Und deshalb werden wir diesem Gesetz heute nicht zustimmen. Dankeschön. Und zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort Konstantin Kuhle. Frau Präsidentin, ganz herzlichen Dank. Lieber Kollege Müller, Sie haben ja auf Ihre Erfahrungen abgestellt als Strafrichter und die besonderen Auswirkungen hier angesprochen auf die Justiz. Und dazu will ich gerne in aller Kürze zwei Bemerkungen machen. Angesichts von 180.000 Strafverfahren im Jahr, die konsumbezogen sind, zu behaupten, dass die Legalisierung von Cannabis Polizei und Justiz nicht entlasten würde, geht völlig an der Realität vorbei. Völlig. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass bei geringfügigen Mengen alle Verfahren eingestellt werden, was nicht der Fall ist, was definitiv nicht der Fall ist, wenn man sich mit Strafverteidigern unterhält, dann macht doch eine Einstellung trotzdem Arbeit. Und ich will eine zweite Bemerkung machen. Eines passt ja in Ihrer Rede und in der ganzen Argumentation überhaupt nicht zusammen. Wenn der Gesetzgeber eine bestimmte Handlung nicht mehr für strafwürdig hält, dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, was passiert mit den alten Fällen. Darüber wird wahrscheinlich auch im Bundesrat zu sprechen sein. Aber wenn Sie sagen, dass die vorliegende Freigabe von Cannabis ganz viele tausend Fälle betrifft, ja, dann bedeutet das doch, dass die Justiz momentan in erheblichem Maße mit dem Cannabis-Thema zu tun hat. Es kann ja nur eines von beidem richtig sein. Entweder das Ganze belastet die Justiz und die nun vorzunehmende Legalisierung führt dazu, dass man sich viele Fälle angucken muss, oder die Justiz ist nicht belastet und das Ganze ändert überhaupt nichts. Aber das, was Sie hier dargestellt haben, passt nicht zusammen. Langfristig wird es zu einer Entlastung der Justiz und der Polizei führen. Und deswegen ist es richtig, diese Legalisierung heute vorzunehmen. Lieber Kollege Müller, Sie haben die Möglichkeit zum Antworten. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Jetzt bekomme ich doch etwas mehr Redezeit. Also zum Ersten, das Thema geringfügige Mengen haben Sie angesprochen. Der Opportunitätsprinzip, der Grundsatz gilt, diese Verfahren werden alle nach 153, 153a eingestellt. Das geht mit einem Knopfdruck, mit einem Knopfdruck. Das Zweite, Sie haben angesprochen, dass 180.000 Fälle pro Jahr zu bearbeiten und teilweise auch zu verurteilen sind. Beim Diebstahl ist es viel mehr. Bei der Leistungserschleichung ist es viel mehr. Ja, beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort, bei der Trunkenheitsfahrt, bei der Straßenverkehrsgefährdung, bei der Körperverletzung ist es viel mehr. Legalisieren wir das jetzt alles, dann haben wir nämlich weniger zu tun. Der nächste Punkt. Sie sagten, Fälle zu tun hatten. Da bin ich Ihnen dankbar für die Formulierung, Fälle zu tun hatten. Das sind Fälle, die sind abgeschlossen, die sind rechtskräftig, die sind in der Vollstreckung oder sind schon vollstreckt. Die machen wir alle wieder auf. Gesamtstrafen, die mühsam gebildet wurden, machen wir alle wieder auf. Wir müssen die Vollstreckungsreihenfolge überprüfen. All das muten Sie den Staatsanwaltschaften und der Justiz zu. Glauben Sie wirklich, dass Sie mit den neuen Fällen, die nicht hinzukommen, weil Sie jetzt das Cannabis legalisieren, dass Sie eine so starke Entlastung schaffen können, dass all diese Fälle, die ich genannt habe, damit kompensiert werden? Schlusssatz von meiner Seite. Dann ist der Deutsche Richterbund blöd, dann ist die Vereinigung der Staatsanwälte blöd. Die sind alle blöd, weil die alle davor warnen. Dann sind die Justizminister der Länder blöd, weil die alle davor genau warnen. Dankeschön. Haben wir gesehen, dass wir sehr, sehr viele Probleme mit dem Gesundheitsschutz haben. Diejenigen, die Cannabis konsumieren, eben wurde gesagt, wir sind bei ungefähr 4,9 Millionen Menschen, die werden gezwungen,
auf dem Schwarzmarkt einzukaufen. Sie sind abhängig von einem Dealer. Sie sind abhängig davon, dass es ein Warenangebot gibt, zumeist und heute sehr, sehr stark verunreinigt mit anderen Substanzen, mit einem hohen gesundheitlichen Risiko. Und all das muten wir Menschen zu, weil sie Zugang suchen nach einem Rauschmittel. Wir haben viele Rauschmittel. Wir können sie im örtlichen Rewe kaufen. Wir wissen, welche Qualität damit verbunden ist, welche Gefahren damit verbunden sind, weil der Alkoholgehalt auch ausgewiesen ist. All das gibt es in diesem Bereich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da zu einem Paradigmenwechsel kommen, dass wir dahin kommen, eine vernunftgeleitete Drogenpolitik im Bereich des Cannabiskonsums zu haben. Und natürlich gibt es im Übergang ein paar Probleme. Sie haben angesprochen, dass die Social Clubs, dass sie nicht sofort zur Verfügung stehen. Ja, das ist normal. Wir fangen neu an in einem neu geregelten Bereich. Bis heute sind genau diese Menschen abhängig vom Dealer. Und als nächstes, wenn wir den Schwarzmarkt austrocknen wollen, dann müssen wir legale Zugangswege möglich machen. Und das tun wir im ersten Schritt mit dem Eigengebrauch und wir tun es mit den Möglichkeiten in den Anbauvereinigungen. Als nächstes werden wir die Modellvorhaben anschieben, um hinzukommen zu lizenzierten Geschäften. Und genau das werden unsere sehr, sehr unermüdlich arbeitenden Berichterstatter genau an dieser Stelle tun, mit aller Sachkunde, die Sie auch in diesem Prozess an den Tag gelegt haben. Dankeschön an alle, die sich engagiert haben, an den Minister und an die Berichterstattenden. Das war eine gute Arbeit hin zu einem modernen Cannabis-Kontrolliergesetz. Das ist der Fall. Und wenn man ganz objektiv sich einfach die Lage momentan anschaut, dann muss man eins feststellen bis zum heutigen Tage. Die Verbotspolitik, die wir jedenfalls bisher geführt haben, die hier im Land stattgefunden hat, die hat nicht dazu geführt, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren runtergegangen sind. Und darum ist der vorsichtige Weg, den die Ampelkoalition heute hier einschlägt, auch richtig und er geht in die richtige Richtung. Ich will aber auch nicht verhehlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass auch wir bei uns in der SPD-Bundestagsfraktion hierüber auch intensiv diskutiert haben und gerungen haben. Und auch das ist legitim bei einem solchen Gesetzgebungsvorhaben. Und darum begrüße ich es ausdrücklich, dass wir als Ampelkoalition gemeinsam mit den zuständigen Ministerien auf den letzten Meter gesagt haben, dass wir bei sehr sensiblen Punkten in diesem Gesetz genau hinschauen wollen und eine genaue Evaluierung haben wollen. Das betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendschutz, wo wir nach einem Jahr schon erste Evaluationen vorliegen haben wollen. Das betrifft zweitens, und das ist auch richtig, eine enge Einbindung des Bundeskriminalamtes bei der Frage der Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Und ich begrüße, dass das auf den letzten Metern noch möglich gewesen ist. Ich glaube, und da sind wir alle in der Verantwortung, wenn es sich zeigen sollte, dass etwas in eine falsche Richtung gegangen ist, dann haben wir hier Möglichkeiten, auch nachzusteuern. Das nehmen wir auch sehr ernst. Aber ich will es noch mal sagen, die bisherige Verbotspolitik, die wir im Land gehabt hatten, die ist jedenfalls gescheitert. Und darum ist richtig, heute hier einen neuen Weg einzuschlagen. Vielen Dank. Stefan Pilsinger für die Unionsfraktion ist der letzte Redner in der Debatte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man mit normalen Durchschnittsbürgern auf der Straße spricht, dann sagen die einem, die Ampel, die streitet doch nur die wirklich wichtigen Sachen für Deutschland, die geht sie nicht an. Die beschäftigen sich doch nur mit abstrusen Identitätsthemen, die niemanden interessieren, wie oft man sein Geschlecht wechseln kann oder wie man am besten kiffern kann. Sie machen unser Land zum Gespött der ganzen Welt. Und wenn Sie vom Jugendschutz sprechen und das Cannabis den Jugendlichen leichter zugänglich machen, dann ist das lächerlich. Sie versündigen sich an der Jugend unseres Landes. Und lieber Kollege Pilsing, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Pilsinger, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe, einen Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal.
Ja, Pilsinger findet deshalb nichts dabei, seinen WLAN auch mal im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu verzapfen. Lieber Herr Pilsinger, ich freue mich über Ihre liberale Einstellung bei dieser Droge. Vielleicht kommen wir für den nächsten Wahlkampf zu einer liberalen Einstellung bei der nächsten Droge. Wollen wir vielleicht nicht diesen Weg gemeinsam bestreiten? Herr Kollege, lieber Herr Kollege Mauthaus, ich danke Ihnen, dass Sie das Thema Alkohol und Zigaretten ansprechen. Ich sage Ihnen eins, dieses Bier haben wir damals gebraut und wir haben das in einer geringen Stückzahl auf einer Veranstaltung von uns getrunken. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber ich sage Ihnen auch eins, das Thema Alkohol und Zigaretten ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Und es wird zu viel konsumiert. Aber, Herr Kollege Mauthorst, das ist doch kein Argument zu sagen, wir haben da zwei gefährliche Drogen, gerade für Jugendliche und Kinder, und deswegen brauchen wir weitere gefährliche Drogen. Wir wollen eine Welt mit weniger statt mit mehr Drogen. Und Ihre Konsequenz ist doch, wenn Sie sagen, ja, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich, jetzt brauchen wir auch noch Cannabis, weil es ja nicht mehr gefährlich ist. Welche Droge wollen Sie eigentlich als nächstes legalisieren? Kokain, LSD, was ist das Nächste? Ich muss Ihnen sagen, Sie haben ja die Freiberufler und andere Klientele verloren. Sie sollten sich nicht bei den Dealern ein neues Klientel suchen. Die werden Sie bestimmt nicht wählen. Wenn man mit den Polizeibeamten spricht, dann sagen die einem, dieses Gesetz ist ein Geschenk für den Schwarzmarkt, weil man gar nicht mehr unterscheiden kann, wer jetzt Eigenkonsument und wer jetzt Dealer ist. Und das liegt daran, dass zukünftig ein Einzelner 25 Gramm Cannabis mit sich führen darf. Das sind 75 Joints. Zum Vergleich, in Holland darf man nur 5 Gramm Cannabis mit sich führen. Das sind 15 Joints. Ich sage Ihnen eins, für was muss ein Eigenkonsumierend 75 Joints mit sich tragen, wenn er das nicht dealen möchte? Das ist doch absurd, wenn Sie davon reden, dass das keine Dealerei ist. Ihr Cannabis-Kontrollgesetz ist ein Dealerschutzgesetz. Lieber Herr Pilsinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Ja, selbstverständlich. Und ich bitte ein bisschen mehr um Ruhe im Raum, sodass wir auch die Fragestellende als auch den Antwortenden gut hören können und dass wir ein bisschen die Emotionen runterfahren. Danke. Genau. Sehr geehrter Herr Kollege Pilsinger, Sie haben gerade angesprochen, dass man jetzt die Dealer von den Konsumenten nicht mehr unterscheiden könnte. Jetzt bin ich Juristin und ich stelle mich schon die Frage, woher Sie die Kraft nehmen, das zu sagen. Denn zum Beispiel auch heute ist schon der alleinige Besitz von Cannabis, egal ob es 5 Gramm oder 25 Gramm sind, nicht ausreichend, um jemanden wegen illegalem Handel zu verurteilen. Es braucht immer noch andere Merkmale, wie zum Beispiel Tütchen oder Wagen, die damit dabei sind. Und das wird nach dem Inkrafttreten zum 1.4. genauso sein. Und deswegen frage ich mich, wie Sie zu dieser Erkenntnis kommen, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Also, Frau Kollegin, das zeigt sich schon daran, dass man in Holland die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht zu viel mit sich führen sollte. Und bei uns die Polizei, die sagt ganz klar, sie schauen nach, wie viel haben die. Und es zeigt sich auch daran, dass bei geringen Mengen, das wurde auch vorher schon ausgeführt, die Verfahren eingestellt werden. Es ist absurd zu sagen, dass Menschen zukünftig 150 Joints bei sich daheim lagern sollen, um das selbst zu konsumieren. Das ist doch lächerlich zu sagen, dass das alles für den Eigenkonsum gedacht ist. Sie wollen nur die Dealer schützen und nicht die Konsumenten. Das ist Ihr wahres Ziel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel sagt zu Recht, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich und deswegen wollen wir Cannabis legalisieren. Wir haben als Union dann eine ganz andere Herangehensweise. Wir sagen ganz klar, wir wollen ein Land mit weniger statt mit mehr Drogen. Und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Bald ist Bubatz wieder illegal. Vielen Dank. Für die Gruppe Die Linke hat das Wort Attis Köpina. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem heutigen Tag und der Entkriminalisierung von Cannabis machen wir einen enormen Schritt. Und das wird nicht zuerst am Gesetz deutlich. Das wird deutlich an dem Widerstand, an dem die Konservativen
rummäkeln, mit welchen Unwahrheiten Sie agieren, mit welcher Wirbelsäulenakrobatik Sie wirklich jede Angst schüren, ist wirklich abenteuerlich. Nur ein Klassiker mal als Beispiel. Unsere Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten Sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone in jedem Supermarkt nebeneinander passt in Ihre Welt. Auf dem Oktoberfest jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzhügel anschauen. Jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Es ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch. Mit einer anständigen Prävention schützen wir die Kinder. Mit einer anständigen Liberalisierung schützen wir auch die Erwachsenen vor dem ganzen Dreck, der auf dem Schwarzmarkt rumgeht. Aber die Konservativen sind das eine Problem, aber sie hatten einen Teilerfolg. Die Koalition wurde hasenfüßig. Daher wurde aus einer umfassenden Legalisierung eine sehr bürokratische Entkriminalisierung. Und dadurch spielen sie denen in die Hände. Denn natürlich legen sie die Hürden zu hoch für Cannabis-Clubs. Und genau durch diese hohen Hürden wird der Schwarzmarkt weiterhin eine Rolle spielen. Natürlich öffnen die ganzen Regeln beim Besitz, beim Anbau, bei der Entfernung jeder Kontrolle Tür und Tor. Das wird die Menschen weiter drangsalieren und das wird natürlich auch die Polizei überlasten. Und natürlich sind sie im Bereich Aufklärung und Prävention weitgehend ein Totalausfall. Auch das führt nicht zu einem reflektierten, vorsichtigen Umgang mit Drogen. Ihre Hasenfüßigkeit spielt denen in die Hände und daher ist auch nach dem heutigen Tage nicht vorbei. Es braucht sofort eine gescheite zweite Säule zur Legalisierung. Scheitern Sie nicht. Unser Angebot, Herr Lauterbach, wir stimmen zu, wir stärken Ihnen den Rücken, dann wird der ein bisschen gerade, dann halten Sie endlich das Versprechen ein und legalisieren Cannabis vernünftig. Schönes Wochenende. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich Ihnen noch das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt geben über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung. Abgegebene Stimmkarten waren 637. Mit Ja haben gestimmt 407. Mit Nein haben gestimmt 226. Enthaltungen gab es 4. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Applaus.